Hier nun der letzte der 8 Crocs aus dem Jägerversteck. Und nun Urbosas Training. Das sind viele. Aber ja, man lernt ja nichts, wenn man es nicht ernst meint, nicht wahr? Also ballern wir uns mit Urbosa einfach mal durch die Frauenlandschaft der Gerudo. Und lernen ihre neuen Attacken kennen, denn auch sie hat natürlich mittlerweile einige Upgrades bekommen und wird noch weitere erhalten. Aua, das hat jetzt gesessen, muss ich dir ein Lob aussprechen, meine Liebe. Aber warte nur, bis ich zurückschlage mit meinem Donnerzorn. Ja. Euer Glück ging zu Ende, als ihr mich zum Gegner hattet. Real Talk. Oho. Oho. Steht da jemand auf mich? Oho. Ja? Wenn wir Ganon besiegt haben, dann können wir uns gerne auf ein Käffchen treffen. Gar kein Problem. Ihr seid mir zuwider. Oder auch nicht. Weil Urbosa sagt, die sind ihr zuwider. Naja. Dann eben nicht. Attackenhagel gegen die Gerudo-Kommandantin. Und damit wohl schon mein Sieg in diesem Training. Verschwinde. Einfache Urbosa-Mission abgeschlossen. Und dann, damit gibt es nur noch eine einzige Level 5-Mission. Lasst uns die schnell durchdrücken. Damit wir die endlich los sind. Und zwar kannst du ja auch nach denen filtern. Oh, warte, was? Ich habe mich geirrt, das sind noch zwei, aber ich bin mir sicher, die eine ist vor kurzem erst hinzugekommen. Naja gut, dann eben... Let's go. Aber es ist keine Fünfer, es ist keine Fünfer, es ist Level 9. Feuer-Spezialtraining, einfach. Zeitlimit. Was heißt denn Feuer-Spezialtraining? Ich nehme einfach mal Mifa. Ich möchte für alle nur das Beste. Sie ist doch Expertin darin, Feuer zu löschen. Einfach Feuergegner auf Zeit besiegen? Ist es das? Ja. Mifa sagt ja. Okay. Dann komm her da, Feuermoblin. Man sieht, er ist überrascht von meinem... schnellen Hieb. Das darf auch gerne so weitergehen. Fontäne! Ah, hätte ich halt schneller machen müssen. Aber ich sagte das ja schon mal in einem anderen Part. Das mit der Fontäne ist ein bisschen seltsam. Weil sie manchmal auch automatisch eine neue setzt, obwohl ich die einfach nur benutzen möchte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kurios. So, Feuermoblin besiegt, aber natürlich kriegen wir es noch mit einem Feuer-Pyromagi zu tun. Ne, zwei! Oh, shit! What? Ich muss es tun. Ein Grund mehr, den Feuerlöscher rauszuholen. Oh, lol, das hat ihn besiegt! Bombe! Richtig geil geregelt. In unter einer Minute läuft. Wunderbar, abgeschlossen, das Neues freigeschaltet, wie immer.
Und wir beenden jetzt Blitz-Spezialtraining einfach mit... Daruk. Überlass das nur Daruk. Wird das gleiche sein, nur diesmal mit Blitzgegnern. Oh, und da will der Blitzmoblin auch gleich richtig loslegen. Können wir machen, wenn ich dich nicht die ganze Zeit verfehlen würde. Aber ich finde Daruks Eisattacke auch mega Schmutz, weil der dann jedes Mal in die Höhe springt. Und ich drücke zwar oft auch sofort auf Stampfattacke, aber erstens macht die keinen Schaden, gefühlt null. Und zweitens geht ihr ganz häufig auch daneben, wenn Daruk zu weit weggeschleudert wird. Und das ist dann nicht so toll. Der Blitz-Pyromagi ist wohl nur zum Supporten da. Dann ignoriere ich die. Ah, okay, der verfolgt mich. Oder muss ich ihn doch besiegen, damit das Tor aufgeht? Ach nee, hier sind die beiden. Hallo! Grüße! Ich wollte euch kuscheln! Was haltet ihr denn hiervon? Und mit Stasis noch nachsetzen. Oh, yeah. Nochmal Eis, aber ich darf nicht. Nicht aufgeladen. Naja, wurscht. Paar Hits, dann sind die auch so tot. Und die Mission geschafft. Also die beiden waren wahrlich einfach. Schönes Bild. Nachdem die Dulli-Missionen jetzt abgeschlossen sind, können wir uns ja den etwas fortgeschritteneren zuwenden. Wo wir aber auch schon sehr fleißig waren, wie ich sehe. Oh, geil. Fehlt nur mysteriöses Verschwinden. Level 12. Na gut. Freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Rivali darf ran. Okay, ich bin noch nicht so ganz sicher, was mich hier erwartet, aber ich mach mal das, was von mir verlangt wird. Den Hyrule-Mann unterstützen. Ist dann aber nicht nur einer, sondern es sind drei, ne? Wo zieht ihr hin? Kein Entkommen. Beziehungsweise seine Truppen. Aber außer mir ist hier irgendwie niemand. Also, von den Guten meine ich. Ja, und Revali ist sehr stark in der Luft, aber auch nicht sehr beweglich. Und kann auch echt leicht runtergeholt werden. Und dann sieht es nicht so gut aus für ihn. Das habe ich jetzt leider sehr schmerzlich zu spüren bekommen. Aber gut, der erste Moblin ist dennoch down. Und ich muss den auch besiegen. Gezwungenermaßen, ja. Doch, tatsächlich. Der hat auch eine Zielmarkierung. Okay. Der wird mich aber wahrscheinlich wieder verfolgen. Ach, hier ist der Hauptmann. Nee, war fake. Vielleicht ist genau das auch der Witz. Es heißt, wir sollen ihn unterstützen. Aber das sind alles Jäger. So ist es auch, oder? Wir sind hier einem Betrug auf den Leim gegangen. Aber das wirst du bereuen. Du und die anderen. Der Sieg geht auf mein Konto. So. Erledigt. Hey. Dann widme ich mich doch nochmal diesem Pyromagi, denn sein Schild ist fast kaputt, aber irgendwie hat das jetzt nicht geklappt, ihn auszukontern. Machen wir es halt mit den Bomben. Und ja, down. Sehr schön. Hier drin geht's ab.
Aber habe ja auch nicht ohne Grund meine Ulti noch aufgespart. Spüre das, blauer Moblin. Und geht down. Ah, da sind auch ein paar Orni-Krieger, die mir helfen. Waren eingesperrt. Jetzt sind sie frei. Ja gut, dann auf zum letzten Ziel, wa? Am besten fliegend. Können wir die hier einfacher wegballern, weil die Range der Pfeile sind absolut insane. Was halt stört ist, man kann irgendwie trotzdem nicht über Hindernisse drüber fliegen, wie der Zaun gerade. Das ist halt erstens unlogisch, zweitens mega nervig. Weil Rivali, wie vorhin gesagt, schon in der Luft nicht so sonderlich agil ist. Und das spürst du dann halt. Wirst du wohl aufgeben? Oder muss ich dich zwingen? Da ist ja noch einer. Ja gut, dann baller ich halt meine Bombenpfeile von oben rein. Das sollte das Problem größtenteils lösen. 200 Kills noch mitgenommen. Sehr wichtig fürs Level-Up. Und dann baller ich hier mal ein paar Bomben rein. So. Ende Gelände. Im Endeffekt hat der Titel ein bisschen zu verwirrt. Ja, einfach die Ziele abarbeiten, dann kommt man hier auch gut durch. Mit Rubine, gutes Cash. Und Wüsten Stirnschutz für Link. Customization for the win. Freut mich, dass wir da was bekommen haben. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen nach Upgrades. Antike Weisheit, Prüfung der Monster. Eine Stimme aus dem Nichts spricht zu dir, als Worte aus Licht vor deinen Augen erscheinen. Nur wer die Tür der Prüfung der Monster passiert, darf nach unserer Macht streben. Das klingt sehr besonders. Alle Achtung! Prüfung von Priester Miss Kyoshia wird verfügbar. Was? 1 von 3. Okay. Wird später noch interessant, diese Prüfung, schätze ich. Beweis deines Schwertkampfkönnens. Ein Brief der reisenden Schwertmeisterin erreicht dich. Wer das Schwert zu meistern wünscht, besiege folgendes Monster. Das beiliegende Blitz zeigt... Bild. Sorry. Zeigt einen Leunen. Schicke ihr die Urkunden. 3 Leunen muss man besiegt haben. Das haben wir getan. Und dafür... gibt es eine Verstärkung der Charakteraktion beim Einhänder. Du übergibst den Beweis dem Vogel der Meisterin und legst ein kleines Dankeschön bei. Du weißt nicht genau, wohin sie reist, doch du vertraust darauf, dass diese Nachricht sie erreicht. Folgeangriff nach einem starken Angriff wird verstärkt. Ah, oui. Das hilft Masterschwertling. Wie aus Mutters Küche. Ein reisender Händler vermisst Mutters gute Küche und möchte eines ihrer Fischgerichte zubereiten. Doch ihm fehlen die Zutaten für den Teig. Vielleicht kannst du sie besorgen. 10 Tabanta-Weizengräser. Klar doch, hier. Prima, gut gemacht. Dem reisenden Händler gelang es, den Teig herzustellen und eine Fischpastete zu kochen. Sie schmeckte genau wie zu Hause bei Mami. Als Dank für deine Hilfe teilt er das Rezept mit dir. Erlittener Schaden wird um 5% reduziert. Ja, ist okay, ne? Gibt krasseren Shit. Vorsicht, geladen! Um ihre Fähigkeit der Blitzkontrolle zu verbessern, möchte Urbosa in einem Gewitter trainieren. Vielleicht wird ihr Training effektiver, wenn sie Materialien verwendet, die Elektrizität gut leiten? Safe. Das muss ich im Kampf einsetzen. Mit aufgeladenem gelben Schleimgelee verlief das Training erfolgreich, obwohl es kribbelte. Urbosa vermag Blitze jetzt noch effektiver zu kontrollieren und entwickelte sogar eine neue Technik. Geilomat. Und ich frage mich, ob diese Wüstentitan-Mission auch Geilomat ist. Checken wir es ab.
ich kann euch versichern, diese Mission ist schwierig. Oder besser gesagt, ihr habt es mir versichert. Denn ich wurde ja bereits vor zahlreichen Zeitmissionen gewarnt. Und diese hier gehört wohl zu den schwierigeren. Zumindest hoffe ich, dass es nicht noch heftiger wird. Bislang sind wir mit den normalen Missionen, auch mit Zeit, ja ganz gut durchgekommen. Aber das ist wirklich crazy. Da habe ich jetzt 3 Versuche für gebraucht, deswegen seht ihr jetzt auch keine Facecam mehr. Denn nach dem 2. Mal hatte ich keinen Bock mehr, das zu kommentieren, weil ich auch nicht wusste, schaffe ich es beim nächsten Mal oder nicht. Es kommt hier nämlich wirklich auf die richtige Taktik und auf die Schnelligkeit drauf an. Zuerst hatte ich probiert, wie wild umherzustürmen und mich darauf verlassen, dass viele Gegner nachspawnen, was aber irgendwann nicht der Fall ist. Dann habe ich probiert mit dem Blitzangriff, und ich meine nicht den, den ich hier häufig nutze, den hier, den nicht, den anderen, wo man by the way übrigens auch mit dem rechten Stick den Scheinwerfer kontrollieren kann. Also man muss es nicht per Bewegungssteuerung machen, wie ich lange Zeit dachte. Und das macht Warner Boris und diesen Angriff auch nochmal um einiges interessanter. Ich kann euch nur raten, macht es nicht mit der scheiß Bewegungssteuerung. Nutzt den rechten Control Stick. Viel, viel einfacher. Aber auch damit hat es dann leider letztlich nicht gereicht, denn die ersten Kills, die kriegt man relativ schnell zusammen, aber irgendwann, dann spätestens bei 2200, 2500, spawnen kaum mehr Gegner nach und ihr werdet gezwungen, auf der Map die kleinsten Fusselchen auseinanderzunehmen, um es dann irgendwie zu schaffen. Ja, beide Niederlagen waren sehr, sehr unerwartet, weil ich eigentlich noch ca. 2-3 Minuten Zeit hatte, als ich die 2000 geknackt habe. Aber, wie bereits erwähnt, es spawnen einfach keine Gegner nach. Ich empfehle, so gut wie immer, euch in Gegnermassen zu platzieren und dann den Gewitterangriff zu nutzen, den auf ZR. Schön aufladen, eine große Range und dann alle auf einmal wegblitzen. Damit kriegt man mehr Kills innerhalb kürzester Zeit. Wenn das Ganze sich aufladen muss, dann entweder ein bisschen mit dem Blitzschlag herumhantieren oder per Sturmrennen euch schon mal in Gegnermassen positionieren für das nächste Mal. Anders habe ich es hier jetzt nicht geschafft. Und man sieht auch gleich anhand der übrigen Zeit, dass diese Taktik um einiges besser ist als die beiden vorherigen. Solltet ihr also auch Probleme haben mit dieser Mission, dann arbeitet wirklich beinahe ausschließlich mit dem Gewittermove. Nur so kriegt man das gut in der Zeit hin. Gleich die nächste Titanenmission. Nee. Wir gucken uns das mal an. Ein exzentrischer Krog. Du hörst von einem Krog, der eine Blume möchte, die von Schmetterlingen umflattert wird. Er weiß alles über seine Freunde, also könnte er dir viel erzählen, wenn du ihm Schmetterlinge bringst. Ein paar habe ich. Eine großartige Sache. Der Krog erhielt seine Blume, die von Schmetterlingen umflattert blüht. Um den Gefallen zu erwidern, erzählte er dir von einem Krog-Versteck, das niemand sonst kennt.
Schlachtinfos, Krog-Informationen. Was? Jetzt kriegt man eine Anzeige, ob man alle Krogs hat oder nicht, oder was? Weil ich musste das bisher immer, naja, im Internet herausfinden. Ach du Scheiße, krass, heftig. Quelle des Mutes, schützende Kraft. Hier liegt die Quelle des Mutes, gehüllt in eine geheimnisvolle Aura. Bringe der Quelle eine Gabe dar mit einem Gebet und in aufrechtem Geiste. Bessere Standfestigkeit. Alle Achtung! Nach einem Gebet und einer Gabe an die Quelle des Mutes stieg eine geheimnisvolle Kraft in dir auf. Du spürst, dass du nun etwas mehr riskieren kannst. Also ich bin robuster geworden, oder? So verstehe ich das. Ungünstige Materialienauswahl. Versehentlich baute die Gasthausbesitzerin ihr Haus aus Metall. Wie kann das versehentlich passieren? In einer von Gewittern geplagten Region. Oh! Sie hat kein Geld für einen Neubau und möchte es mit isolierenden Materialien verkleiden. Anders lost. Das muss ich im Kampf einsetzen. Vor seiner Neueröffnung wurde das Gasthaus mit isolierenden Materialien verkleidet. Nun muss sich die Besitzerin nicht mehr um Gewitter sorgen und auch ihre Gäste können ruhig schlafen. Ich hätte trotzdem Angst und würde nicht kommen. Neuer Angriff für Urbosa und ein Isolierhelm für Link. Besser ist es, ne? Antike Weisheit, Prüfung der Steine. Eine Stimme aus dem Nichts spricht zu dir, als Worte aus Licht vor deinen Augen erscheinen. Nur wer die Tür der Prüfung der Steine passiert, darf nach unserer Macht streben. Die nehmen mir jetzt ziemlich viele Edelsteine ab. War jetzt aber auch schon der zweite Teil der Miss Kyoshia-Prüfung. Du bringst den Worten aus Licht die Materialien und hörst erneut die Stimme. Du hast dein Können in der Prüfung der Steine bewiesen. Diese Macht soll dein sein. Crazy. Oh, vergessen zu lesen, schade. Ungebetene Gäste am Trainingsplatz. Die Vogelscheuche zur Abwehr der Flederbeißer wurde aufgestellt und erfüllt ihren Zweck. Die Flederbeißer sind vom Trainingsplatz verschwunden und das Training kann ungestört weitergehen. Okay, also die wurden von Flederbeißern terrorisiert. Unser Lanzenlink bekommt eine neue Attacke. Und Westnikluder freut sich. Lichter für das Dorf. Damit Kakariko des Nachts sicherer wird, möchten seine Bewohner Lichter anbringen. Doch sie sollen auch nicht zu hell sein, damit alle noch gut schlafen können. Okay. Ich habe es geschafft. Die in Kakariko heimischen Schleichwürmchen sind die perfekte Lichtquelle für das nächtliche Dorf. Dank dir erhellen sie nun die Straßen und beruhigen die Gemüter der Bewohner. Impa bekommt einen neuen Angriff. Die Geheimtechnik von Kakariko. In Kakariko soll eine geheime Trainingsmethode überliefert sein. Wenn man sie umsetzt, dann kann man eine neue Technik erlernen. Sammle also alles, was du für das Training benötigst. Neue Kraft! Das Geheimtraining involvierte das rasante Schneiden von Gemüse. Dabei hast du eine neue Technik erlernt und das zubereitete Essen teilten sich später die Dorfbewohner. Sehr gut. Weiterer normaler Angriff für Impa. Sie wird stärker und stärker und wir erhalten den Ninja-Anzug. Ohne Farbe kein Färben. Du triffst erneut den Farbhändler. Sein seltsames Verhalten erklärt er damit, dass er Edelsteine sammelt, um Farben herzustellen. Ohne die Steine kann er seine neuen Farben nicht entwickeln. Toll! Gut gemacht! Mithilfe der von dir überbrachten Juwelen gelang es dem Farbhändler, neue Farben zu entwickeln. Da er nun neue Farben zu verkaufen hat, solltest du gelegentlich einmal bei ihm vorbeischauen. Ja, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, der Kerl, aber gut. Ich helfe natürlich trotzdem. Aus der Ferne hast du Bockblinz schon oft beim Kochen beobachtet. Könntest du so das Geheimnis zu einem perfekt gegrillten Steak lernen? Doch wie spioniert man, ohne entdeckt zu werden? Schleichend. Prima, gut gemacht. Du beobachtest Bockblinz beim Kochen und lerntest etwas über das perfekte Braten von Fleisch. Gute Vorbereitung und die richtige Hitze scheinen wichtig zu sein. Beim Kochen lernt man nie aus. Und nun Plätze für gekochte Gerichte plus 1. Nice, nice, nice. Gegen den Frust. Impa ist ungewöhnlich bedrückt. Die Forscher vom Königlichen Institut machen keinen Fortschritt und scheinen frustriert zu sein. Finde etwas, das sie auf andere Gedanken bringt.
Ich darf keine Last sein. Im gesamten Institut duftet es nun nach Kräutern. Die Nerven der Forscher sind beruhigt. Auch die Forschung nimmt wieder Fahrt auf und sollte schon bald Ergebnisse zeigen. Schickerstein, längerer Komboangriff. Hä, stand da nicht gerade Impa? Ist das ein Fehler? Weil hier geht's ja eindeutig um Zelda, Lul. Fleißarbeit für die Geschichte. Eine Bitte des Bibliothekars erreicht dich. Er zeichnet alle Kämpfe auf und möchte auch Daten zu Gegnern hinterlegen. Deine Aufgabe scheint es zu sein, passende Materialien zu finden. Daten über Gegner in schriftlicher Form zu sammeln, hat er den unerwarteten Nebeneffekt, effizientere Möglichkeiten zu finden, sie zu bekämpfen. Die Resultate werden dir noch einmal nützlich sein. 5% mehr EP von Gegnern? Das ist ja mega. Forschung zur Rostentfernung. Die Schmiedegilde versucht schon lange Wege zu finden, wie man rostige Waffen wieder zu Glanz behelfen kann. Teile eines Monsters, das Verrostetes wieder glänzen lässt, könnten der Schlüssel sein. Du hast es geschafft! Rostentfernung erlernt. Durch die Forschung an vielen verschiedenen Materialien fanden die Schmiede schließlich eine Methode, Waffen zu polieren, wie Fels-Octoroks es tun. So glänzen rostige Waffen wieder. Waffen entrosten. Wenn du eine rostige Waffe zur Heiler der Schmiedegilde bringst, kannst du dort den Rost entfernen lassen. So sind deine Waffen im Kampf wieder effektiv einsetzbar. Ja, da haben wir ein paar. Mich würde schon interessieren, ob die geil sind oder nicht. Verrostetes Schwert. Hä, was? Wähle das Material? Was? Warum muss ich das denn einfach... Ja, Digi, und warum kannst du das nicht einfach automatisch auswählen? Das finde ich jetzt absolut unnötig, dass man das selber raussuchen muss. Hier, das haben wir am meisten. Nehmen wir auch das her. Gut. Hat funktioniert. Aber von dem System bin ich kein Freund. Sage ich euch direkt, wie es ist. Weiß auch gar nicht, ob sich das so lohnt oder ob ich jetzt hier einen riesen Fehler mache, weil ich brauche die Sachen ja auch für die kleinen Nebenaufgaben auf der Karte. Ja gut, okay, der Hellseher Kodachi ist heftig und neu. Alles klar. Schauen wir noch bei Mifa. Also kann sich lohnen, ja. Aber dass man da auch wirklich alles verwenden kann. Ein bisschen komisch, die Sache. Weiter hiermit! Schluss mit dem Streit! Ein Mann erzählt dir, bekümmert, dass seine Frau nicht mehr mit ihm redet, seit er sie auf ihrer Hochzeitsreise verärgert. Er möchte ihr ihr Lieblingsessen bringen, um sie wieder zu versöhnen. Lul, und das sind Himbeeren, oder was? Okay. Da geht noch mehr! Ein Korb voller Wildbeeren als Entschuldigung reichte, damit seine Frau ihm verzieh. Oh, das geht aber easy, du. Du hoffst, dass sie nicht weiter streiten und ihr Leben gemeinsam glücklich und zufrieden verbringen. Ja, in der Tat hoffe ich das. Zwei weitere Herzen für Revali, dem Charmeur. Fliegen wie der Wind. Die Belohnungen für den Abschluss der Anfängerstrecke. Einer von vielen am Flugplatz bleiben durch einen Fehler aus und der zuständige Orni weiß nicht, was zu tun ist. Aber ich weiß es natürlich. Es scheint funktioniert. Du hast rechtzeitig die Belohnung für alle Teilnehmer am Anfängerkurs gefunden. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass nun jeder seine Belohnung bekommt und niemand enttäuscht ist. Und auch ich bin nicht enttäuscht. Revali bekommt einen weiteren normalen Angriff in der Luft. Und das Gebiet Hebra, ein Level Up. Juhu! Ihr könnt mir auch ein Level Up dalassen in Form eines Daumen hochs. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung.